Morning in the Morning und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Ariana Grande versus Demi Lovato Vocal Battle und es ist nicht richtig ein Battle, eigentlich schauen wir uns mal die unterschiedlichen Gesangsstile beider Sängerinnen an, es ist also kein Vergleich, sondern mit was arbeiten die gesanglich und ja, wie können wir das eigentlich nachsingen? Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanyalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanyalevyvocalstudio.com. Schlenker gemacht oder auch so ein Bounce, Bounce, Schlenker. Ho, ho. Und ja, auch hier befinden wir uns in einem oberen Register. Das heißt, beide benutzen hier extrem viel Mixed Voice. Also die sind beide Profi-Mixer, könnte man fast sogar sagen. Dazu habe ich auch ein Video, wie singe ich Mixed Voice? Was ist Mixed Voice? Dazu gibt es ein Video auf diesem Kanal und dazu gibt es auch ein Paket mit Übungen. Und ja, also die beiden sind ja wirklich im oberen Register einfach brillant. Deren Stimmsitze sind auch ganz woanders. Gerade bei Ariana Grande, die hat ja eher so eine höhere Stimmfarbe, Stimmklang. Das ist auch echt wichtig, wo anatomisch deine Stimme einfach sitzt und sie sich wohlfühlt, ne? Weil ich bin ein tiefes Register, komme einfach nicht so gut an diese ganz hohen Töne ran wie die Mädels hier. Aber ja, lass uns da nochmal so ein bisschen weiterschauen. Ja, und Ariana Grande, da habe ich auch ein Video hier auf meinem Kanal gemacht vor einem Jahr. Ariana Grande ist ja sehr häufig auch benutzt, hebt das Kinn halt sehr häufig, ne? Wir sagen immer, versucht in einer neutralen Position zu sein, weil wir wollen den Kehlkopf eben halt nicht manipulieren, ne? Wenn ich jetzt zu sehr nach unten singe, dann drücke ich den Kehlkopf, manipuliere ich den Kehlkopf leicht so ein bisschen runter. Und dasselbe auch mit nach oben. Also sie ist schon, singt sehr weit immer Kinn voraus, ne? Also Kinn angehoben und dadurch hebt sich auch der Kehlkopf ungewollt, ne? Vielleicht ungewollt, sage ich jetzt mal. Häufig ist es ja auch so, dass sie so ganz viel für ihre Riffs und Runs aus dem Kinn singt. Dazu habe ich mal was in dem Ariana Grande Gesangsanalyse-Video schon mal gesagt. Das wollen wir eher nicht. Wir wollen schauen, dass wir das Kinn eigentlich nicht belasten, dass wir nicht aus dem Kiefer heraus... Also ihr seht jetzt hier, lasst uns da nochmal reingehen in diese Aufnahme. Ihr seht hier, wie sie halt sehr das Kinn auch benutzt, ne? Eine Übung für Riffs und Runs gibt es hier auch auf meinem Kanal und dazu gibt es auch ein Video, wie singe ich Riffs und Runs. Da benutze ich die Übung Bella Signora. Bella Signora. Das ist zum Beispiel so eine Übung, wo man so einen Run richtig schön trainieren kann, richtig gucken kann, dass man sauber ist, dass man auf der Tonlage ist, ja, dass man so diese schnelle Abfolge hinbekommt. Schaut doch mal rein in das Video. Jetzt gucken wir mal ein bisschen, was von Demi Lovato finden. Lovato hat einen tollen Umgang mit ihrer Stimme. Sie hat einen sehr ziemlich großen Umfang, beide im Grunde genommen. Ariana Grande kann sowohl als auch sehr tief singen und es gibt auch ein paar Aufnahmen von ihr, wo sie das auch beweisen kann. Demi Lovato gerade bei Stone Cold, gerade bei dem Titel Stone Cold, wo das am Anfang doch sehr schwierig ist. Stone Cold, Stone Cold. Und dann macht es doch schon diesen großen Jump Richtung Chorus, ne? Und sie benutzt also wirklich, ja, sie ist da sehr umfangreich mit ihrer Stimme. Was wir hier bei ihr auf jeden Fall haben, ist halt extrem viel Mixed Voice, hat unfassbar viel Compression, sie hat also sehr viel Power hinter der Stimme, da ist sehr viel Druck dahinter. Oh,
Demi nicht hat, ist diese Whistle Voice. Ich glaube, ich habe bis jetzt nichts gehört zum Thema Whistle Voice. Da ist Ariana Grande, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Da ist sie natürlich die Meisterin mit der Whistle Notes, mit der Whistle Voice. Demi auch ganz viel benutzt, ist halt eben Distorted Sounds, also sie kann schon dieses Growling, da benutzt sie das schon als Akzent, das habe ich bei Ariana zum Beispiel nicht gehört, die ist dann doch relativ klarer, benutzt halt nicht so viel Distorted Sounds. Aber was wir bei Ariana Grande haben, ist, dass Ariana Grande nicht so sauber in der Aussprache ist. Also Demi Lovato ist viel klarer in der Aussprache, viel klarer beim Gesang, bei der Aussprache grundsätzlich. Und bei Ariana Grande bekommt das Ganze so halt so einen Sound, so ein bisschen wie bei Sia. Es ist dann nicht ganz so sauber ausgesprochen, Wort für Wort oder Vokal für Vokal, ne? Ja, bei der Whistle Note ist es ja so, dass die Stimmbänder sich ja nicht richtig schließen, sondern der hintere oder vordere Part, da müsst ihr jetzt nochmal genau gucken, also der hintere Part ist dort offen und dadurch kommt halt der Ton raus. Also die Stimmbänder sind halt nicht hundertprozentig geschlossen, da geht halt eben nochmal Luft dazwischen. Und wichtig ist, dass man halt eben Flageolet trainiert, das ist so ein bisschen über der Kopfstimme. Viele Gesanglehrer sprechen gar nicht mehr darüber. Es ist ja einmal Kopfstimmregister, aber innerhalb des Kopfstimmregisters haben wir Flageolet, dann haben wir ja Whistles. Und wichtig ist, dass man sich so ein bisschen Stück für Stück erarbeitet. Manche kommen auch gar nicht mehr anatomisch in diese Region. Was beide halt ganz viel benutzen, sind diese halt Riffs und Runs. Das machen beide tatsächlich. Das ist auch deren künstlerischer Ausdruck. Was beide auch benutzen, ist, dass sie zum Beispiel von einer Note nochmal einen halben Ton höher gehen. Das heißt, im Englischen sagt man Extending. Das heißt, das Ganze bleibt dann nicht nur auf einer Note, sondern, na komm, wir machen mal noch einen halben Ton höher. Ach komm, jetzt machen wir mal den Schlenker noch einen halben Ton höher. Dass sie dann halt zum Beispiel, ne, let the sky fall, dass sie dann halt immer, ne, nach oben ist kein Limit bei Mädels, das ist auf jeden Fall klar. Das heißt, dort wird immer noch so ein bisschen aufgestockt, ne, ein Halbton. Ja, dass das halt wie ein Band ist oder dass es halt so treppenartig ist. Das macht Adele beispielsweise sky fall. Und das war mehr so riffartig, wie sie da hochgegangen ist. Und bei den Mädels hier ist es aber doch häufig so, dass sie das halt fast in so einem ganzen Schlenker einmal durchziehen. So ein Tail, ne? Ja, Schlenker halt. Ja, die beiden unterscheiden sich natürlich auch in erster Linie von ihrem Stimmklang, ne? Und zwar von ihrer Stimmfarbe. Die klingen sich dann nicht ähnlich. Ich finde, Demi hat eher so einen wärmeren Sound, einen ganz anderen, mehr dunkleren Ausdruck. Ariana ist ein bisschen viel höher, klarer, heller. Viel, ne? Im Englischen sagt man einfach brighter, ne? Höher, heller einfach. Das heißt also, von der Stimmfarbe kann man die Mädels erstmal gar nicht vergleichen. So. Aber definitiv erstmal vom Umfang und mit der Power und den Riffs und Runs und mit den ganzen Sachen, die ich da auch schon genannt habe. Ja, wer ist denn euer Favorit? Habt ihr einen Favoriten zwischen diesen beiden Sängerinnen? Meine Schüler lieben beide ausnahmslos. Beide sind sehr schwer zu singen, sehr hart zu singen. Gerade die Songs von Ariana Grande sind nochmal ein Ticken schwieriger. Demi Lovato bei einigen Songs wie Skyscraper oder Stone Cold, Anyone, die kann man irgendwie noch hinbekommen. Aber Ariana Grande ist einfach sehr hoch. Da muss man schon Sopran sein, Mezzo-Sopran. Dasselbe gilt auch für Demi Lovato. Für Contra Altos wie für mich wird es dann sehr eng oben in der oberen Liga. Das heißt, da muss man wirklich auch arbeiten und büffeln und gucken, dass man diese oberen Töne einfach viel sauber hinbekommt. Wenn ihr meine Schülerin sehen wollt, die von Ariana Grande Too Hard singt, dann schaut doch mal jetzt rein in das nächste Video. Wir haben hier auch Gesangsanalysen jeweils zu beiden Mädels, nämlich in voller Länge das ganze Video durch. Schaut doch mal da auch nochmal am besten rein. Und zu den ganzen Begriffen, die ich genannt habe, gibt es auch Erklärungsvideos und Übungsvideos. Und die tue ich euch einfach mal in die Kommentare runter. Da könnt ihr auch mal gucken, Mix Voice und Riff and Run und Töne treffen. So, ich sehe euch immer im nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen.